Oh, Digga! Übrigens, da hinten kommt noch ein Container, Ares. Der hört nicht zu, oder? Ne. Aber Punkt geschafft. Einmal geschafft ranzukommen und sofort geschafft, den Punkt. Wow, richtig dreist. Hallöchen, meine Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan. Ich hoffe, ihr habt das Wochenende gut überstanden. Das heißt, es ist wieder Montag. Es ist wieder Testzeit. Heute ein Erstlingswerk. Ich bin mal gespannt, was wir machen. Zusammen mit der Ente, dass sein Haus brennt und, Endres. Hallöchen, meine Freunde. Wie viele Jahre kennen wir uns jetzt? Ja. Wie heißt denn also, du siehst auf meinem Erstlingswerk nicht. Oh Gott, dahin ist auch doppelt geworden. Okay. Ein Erstlingswerk, interessant. Mal schauen. Hängen wir uns erstmal an den Entenblocks ran, Freunde. Wow, Steine. Hui! Auffall, Wallride. Okay. Ja, aber nice gemacht. Oh, eine Schere sogar. Ist dir aufgefallen, du kannst die Tür auch nicht verschieben. Da oben drauf nicht hier Bremse angebracht. Was ist das? Hä? Keine Ahnung. Nice. Also für ein Erstlingswerk läuft das sehr flüssig. Ich würde sagen. Ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Ist das ein Turnaround? Ich kann es nicht sagen. Ich habe aber noch keine Auswahl gesehen, muss ich echt zugeben. Ach, ich muss ein bisschen weiter runter für die Edwards. So, ich bin jetzt in der Höhle drin, wo es brennt. Ja, hier war ich auch. Also ich würde sagen, wir müssen zurückfahren, oder? Ja, ausprobieren, oder? Wir fahren jetzt einfach zurück, Freunde. Das war wahrscheinlich die brennende Höhle, wovon in meinem Intro gestanden hat, Freunde. Okay. Aber ich habe kein Plan, wo... oben geht's weiter. Okay. Da komm mal her. Ablass! Haben wir irgendwas verpasst? Ist noch nicht so ganz. Ich fahre jetzt mal die Tür bis zum Ende. Ich möchte jetzt was sehen. Warte mal. Da ist ein Sommerkind versteckt. Ah, welche Stelle? Ach so, beim Rausfahren. Okay. Vor dem Scheren-Ding. Ach, ja, beim Emschi. Du musst beim Emschi, das ist ein gezogener Sommerkind. Ja. Jetzt sehe ich's. Das heißt, anstatt den Emschi zu fahren, müssen wir quasi gesehen oben rausspringen. Ja. Okay. I'll try my best. Natürlich mit den Stangen. Erstmal von den Scherenaussortierer rein. Nein. Ey, Junge, diese Auswahl finde ich aber auch sehr interessant, muss ich echt zugeben. Ja, funktioniert aber. Also, ich bin jetzt wieder in der Höhe. Ja, ich war zu hoch, ich bin den Berg einfach hochgefahren, Ares. Okay. Fahre jetzt zurück. Moment, warte mal. Das muss ich mir angucken. Ja. Nein! Ich wollte gerade nach oben ziehen. Doch. Ja, alles gut. Kannst du nicht zu, wir haben uns an einer richtig bekackten Stelle erwischt. Anime, wir fahren jetzt, oder Andres, wir fahren jetzt alle bis zur Höhle und fahren dann dort gemeinsam auch wieder zurück. Wenn Andres bis zur Höhle kommt. Ja, hat er, oder? Ada, ist er drin. Und fällt unten ins Wasser. So! Nein! Endes, wie kann man denn da ins Wasser noch fahren? Ja. Bist du schon mal bei Schere unten lang gefahren, Ares? Nö. Wenn du nochmal verkackst und das machst, da ist eine Bremse. Ich bin die Schere unten lang gefahren, Ares, also haut die Bremse raus. I see what you mean. Da aber sind die Edwards-Stangen. Für ein Erstlingswerk hat er sehr schön doppelt gebaut, ne? Ja. Also für ein Erstlingswerk? Ich glaube, wir können fahren, bis Endes kommt. Meinst du? Okay. Das ist eine Überraschung jetzt, das wäre natürlich eine böse Sache. Das wäre ganz Nein, böse. Nein, ich gehe runter, ich hätte euch nämlich ansonsten überrascht. War schon wieder am MG und hab mir dann gedacht, da warte ich lieber. Du musst tatsächlich von MG auf. Ach, vom MG runter, okay. Alles klar. Deswegen bin ich ja runter. Das heißt, okay, das ist. Oh wow, ist das aber böse. Oho. Grip! Diese Bremse! Warum ist da eine fucking Bremse? Frag die Mapper, würde ich sagen. So, ich bin wieder in der Höhle. Hui! Dann Abfahrt. Abfahrt! Anime war gerade da. Ja. Anders ist da. Ja! Ich habe Anime Fan getroffen. Okay. Habe ich doch eben gesagt. Habt ihr nicht zugehört? Hat doch keinen Sinn, wenn wir uns hier gegenseitig die ganze Zeit runterrammen. Dann schaffen wir das nie in 20 Minuten. Dass wir in die Höhle kommen, haben wir alle schon das Spiel verlassen. Aussortiere! Und Anders hat das Spiel verlassen. Ja, moin. Ja, super. Ja, mein, kann ich jetzt problemlos fahren. Ja, ich wollte es gerade sagen. Das Spiel hat sich bestraft, weil du nur rumstehst, Anders. Das hast passive Spieler.
nur rumstehst. Ich war gerade erst da angekommen. Boom! Bist doch dran? Nein, ich hab einen Andres gemacht. Er hat den Andres gemacht. Ja, du kannst mich, wenn du rausfährst, dann hab ich gleich sehen. Ja, ich bin schon wieder auf dem Rückweg. Ich bin über dir an der Auf von der Stange. Ja. Ich hab mir auch wieder die Stange gesetzt, Freunde. Vielleicht wollte ich später mal, Freunde, aber so eine, bei mir springt der Funke gerade bei ihm noch nicht über. Das kennt man, ne? Das, Und da muss ich sagen, der ist ein sehr seltsamer Bauer, ja. Aber okay. Was in dem Patsch macht, der will die Ente innerhalb verbrennen, innerhalb von 20 Minuten. Eigentlich müsste man den Zingmann viel länger garen. Und wie musst du die Ente garen? Das kommt drauf an. Ich würde jetzt mal sagen, bei mittlerer Hitze, so 200 Grad, so 45 Minuten, regelmäßig mit Feuchtigkeit überträufeln. Ja, okay, gute Entenrezepte, Freunde. Und das Geile ist, das bleibt hier mit in der Aufnahme drin, weil ich jetzt den Punkt geschafft habe. Danke, Andres. Mit einem schönen Entenrezept, Freunde. Oh, holen wir den Punkt. No! Das ist gemein! Gemein? Hat nicht Andres, sondern Ars Map gebaut? Lernen. Oh. Klumpf. Ah, das hat die Möcke gebaut. Die ist gemein, Freunde. Nein, nein, nein. Oh, fast First Try. Hä? How? Halleluja. Das war auch geil. Bremsen, wo ist dieser Schmutzige? Da ist der Schmutzige. Oh. Den Schmutzigen habe ich so genommen als wie Andres. Das muss ich mir machen. Ja, aber das, hau. Also ich wollte überdrehen, Arsch lecken. Also ich bin gleich mal angekommen, ich habe die Plattform geküsst. Ja, nur das beantwortet meine Frage nicht wie. Aha. Nein, ich bin tick so. Zu früh rausgesprungen. Oh. Nice. Okay, weil so ein Element kenne ich, das gab's schon mal, da musst du also auch so eine Drehung machen und am anderen Ball reif dir richtig umlanden. 60-360 und so. Was will er? Ach so! Aber was ich schön finde, der hat einen Pfeil gesetzt, dass du nicht abkürzen kannst und eine Markierung, damit du weißt, dass ein Schmutziger kommt. Das ist richtig gut gebaut. Alter, die Idee ist ja mal jetzt richtig säftig. Hau ab! Ich meine, ich verstehe nicht. Was willst du eigentlich von mir? Lösch dich! Ich verstehe nicht alles, was der da oder warum er es so gemacht hat, aber. Oh, viel zu hoch gesprungen. Das ist mal echt schön gebaut. Andres, komm hier hin, das ist ein Bremssprung. First try für dich. Ja, ist so. Ja. Oh, kleiner Bumper in der Mitte. Also, du musst Koralle zeigen, ja. Mhm. Mein Problem ist, ich fliege immer zu hoch, dass ich direkt gegen den ersten Warlighter oben komme. Ja, bei mir ist der Winkel auch noch nicht. Nein, ich bin zu langsam reingekommen. Oh, das ist natürlich wieder ein Element. Aber ist euch mal aufgefallen, dass der an noch mehr Stellen hier in der Mapemsen eingebaut hat? Was hat der? An noch mehr Stellen in der Mapemsen eingebaut. Das sieht aus, als hätte der die in der Vorlage für den Aussortierer drin gehabt. Kann für den Scherenaussortierer. Weil auch bei dem zweiten Scherenaussortierer, wo ich war, ist oben und unten eine Bremse drin. Ach, das war viel zu schnell. Ich bin zu mehr abgebremst von der Bremse. Ich nutze übrigens den Spawn, der mir gegeben wird. Ich komme immer zu hoch. Ich komme jetzt manchmal dran, aber ich habe keinen Speed mehr. Na. Okay, komm. Und hey. Nee. Bei dem Bremse komplett nach unten ziehen, machst du, ja? Ja. Und dann lande ich immer, bupp, genau oben an der Kante. Ich bin bei mir für mich einfach vielleicht 2-3 km zu schnell. Verstehe ich nicht. Nö, nee, auch nicht. Jetzt habe ich mal, wow, ich bin aber mehr schlecht als recht rangekommen. Der Sommerkind, den musst du echt gut nehmen, sonst hast du echt Probleme. Einfach mit Arschdrehung jetzt gemacht. Oh, Digga! Übrigens, da hinten kommt noch ein Container, Ares. Der hört nicht zu, oder? Ne. Aber Punkt geschafft. Einmal geschafft, ranzukommen und sofort geschafft, den Punkt. Wow, richtig dreist. Was war dieser Bremssprung? Der Bremssprung war mehr als fragwürdig gebaut. Was ist das hier zur Hölle? Ey, dieser Kameramann geht der, Mann!
Und vor allen Dingen, ich hab's nicht mit Qualle gemacht, weil ich zu langsam war. Ich hab's sogar mit Arschdrehung nur geschafft. Ja, Arschdrehung will ich hier dann nicht mehr machen, weil... Warum? Ja. Aber ich war einfach nur zu langsam, weil du weißt ja, wenn man zu langsam ist, ist ja Koralle manchmal interessanter. Ich weiß, es geht, aber muss ja nicht provozieren. Ach du heilige Scheiße, ja, man muss Speed mit. Sagt mir mal, was ihr von den Wellensprüngen haltet. Von den Wellensprüngen? Endlich habe ich auch den Punkt. Was für Wellensprünge? Hilft es dir, wenn ich sage, hinten links von meinem Standpunkt aus? Wow! Nö. Ach du Kacke! Ja? Okay. Und ich kann dir schon einen Tipp geben, Ars, du musst den Sweet mitnehmen. Nö. Ja. Mir fast gedacht. Warte mal. Oh! Halleluja! Ist es jetzt so gedacht, oder? Hä? 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 Okay. Was will er denn? Hä? Lol, okay. Okay. Wir sind dann beide jetzt so ein Okay-Moment. Wunderbar. Ja. Und wir nehmen diese Prise Verwirrtheit, ergänzen sie mit ein wenig. Und haben das Rezept für eine tolle Folge. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was er da will. Nein! Oh, ich kann es aber schaffen. Wow, diese auf die Straße sind aber sowas von hart. Auf die Straße ist fies, ne? Also es ist machbar, hi. Nein. Aber es ist ultra gemein, ja, verkackt. Gerade noch reingekommen ins Loch. Aber ich habe noch nicht so richtig raus, wie ich da drauf kommen soll. Kleiner Tipp übrigens, nimm dort eine andere Auffahrt, damit du den Speed geiler transferieren kannst. Oh, ich bin auf der blauen Ding gelandet. Ja, geil. GG und so. Ich bin so im 45-Grad-Winkel am Ende der genau auf der Spitze abgesprungen, Ares. Ja, ja. Ach so, am Ende meinst du? Ja, am Ende dieser Micha-Tube. Okay. Das war übrigens das, wo ihr jetzt langfahrt, das, was ich mit dem Wellenstück meinte. Ah, okay. Oh nein, wieder ein Bremssprung. Nein, knapp! Wo ist da Bremssprung? Ich hab noch keine Ahnung, was... Bei mir, bei nächsten Punkt, Ares. Hä? Warum baut der... Ach so! Lol, ich hätte da gar nicht Sommerkind... Nein, ich bin auch so gefahren und ja. Ja, kannst du einfach drüber fahren oder nicht? Ja, ich bin... Aber oben, Ares, wenn du zu weit unten fährst, springst du rechts neben dem Punkt vorbei. Lol. Den Tipp kann ich dir geben, ich bin nämlich auch immer rechts am Punkt vorbeigesprungen. Nein! Okay, aber die Punkte von der von länger gehen, meiner Meinung nach. Du musst ein, zwei Sachen machen und dann hast du meistens den Punkt. Das finde ich sehr fair. Oh ja, wie gesagt, baulich habe ich bisher an dieser Map absolut nichts auszusetzen. Aha, Mann! Gut, sie enthält mir schon zu viele Bremsen und zu wenig Bremssprünge, aber... Mehr Bremsen, als du in der Hose hast? Scheiß Kammer. Das liegt daran, dass ich genau null Bremsen in der Hose habe. Aber Bremsspuren? Nein. Also, weißt du, es gibt da so einen Trick, der nennt sich frische Unterhose. Die kann man wechseln, die sind nicht fest angewachsen. Es gibt noch einen Trick. Arsch abwischen. Hilft. Ich hab gehört, man kann Unterhose viermal tragen. Ja, aber dann werden die Hände immer so schmutzig. Du weißt ja, eine Unterhose kannst du viermal tragen. Viermal. Zweimal. Einmal richtig rum, einmal falsch rum. Dann umgekehrt machen und dann normal. Ja. Aber es wird nämlich eklar, Freunde, das lassen wir mal lieber sein. Und ich krieg Anime und seine Pro-Tipps. So läuft das. Immerhin ist er aus dem Alter raus, wo er die Unterhosen so lange trägt, bis er ausgewachsen ist. Ey, es gibt sogar Unterhosen, da steht dann so der Wochentag drauf. Ja, ich weiß, ich hab welche davon. Ja, ich auch. Ich trag die aber immer an den falschen Tagen. Ja, ich auch. Okay. Also, wir haben heute gelernt, Endres und Ares können nicht die Wochentage auseinanderhalten. Doch, können wir schon. Es ist nur scheißegal, was auf der Unterhose steht. Ey, was ist das denn bitte für eine Kacke? Damit bin ich nicht d'accord. Mit der Stelle hier. Also, mit diesen Wellengedöns, also... Ja, deswegen habe ich eben gefragt, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Also, wenn du oben, als ob du wie ein Sommerkind abfärmen würdest, einfach geradeaus, bin ich genau zum Punkt gekommen, Ares. Ich bin eben einmal rübergeflogen, was mich hart nervt. War schon am überlegen, ob ich den Frank denn mal eben anrufe. Und wenn ich da anfange, solche Sachen zu überlegen, dann soll das was heißen. Ja. Ich häng da jetzt seit... Boah, bin ich gerade noch hochgekommen. ...5 Minuten. Ich hab gerade Probleme beim Hochkommen, Freunde.
Jupon hilft. Was zur... Oh, Mann! Ich probiere mal was, Freunde. Aber es wird wahrscheinlich falsch sein, aber egal. Ach, fick dich doch. Dieser Map-Abo gibt mir nämlich richtig auf die Eier, muss ich echt zugeben. Und das heißt schon was. Ja, das hat euch mal Bambi geschafft, Freunde. Der Mapperbauer geht mir nicht auf die Eier. Doch, das ist jetzt mir schon, wenn es sich eingefallen lassen hat, dann ja. So, und dann meine Eier, lass nur Deko an. Oh Gott. Haben wir einen neuen König in der Salzmine? So, endlich haben wir den Punkt. Ohne, lol. Ohne Franklin, ohne alles. Geilo, fair. So, ja. Nein, der Spawn ist nicht gerade ausgerichtet. Nee. Da fährst du genau gegen die Kante des Wallrides. Genau. Ja gut, ne, wir dürfen nicht vergessen, wir haben es hier mit einem Erstlingwerk zu tun. Aber, und überhaupt Punkte auszurichten, das finde ich schon eine geile Scheiße. Schaffen nicht viele so gut. Nee, Tatsache. Also. Wohin muss ich jetzt schon wieder? Den Punkt richtig auszurichten, finde ich tatsächlich auch ziemlich schwierig. Ist so, ja. Oh, wo ist die Da ist die Ausfahrt. Boah, Junge. Ist das ein kleiner? Ich wusste, dass so eine Scheiße kommt. Was ist das? Was? Das. Das ist so eine Beschreibung, wie ich die von Endos kenne. Mhm. Oh, bitte, das ist kein Karma. Dankeschön. Ich hab grad das mit den Pfeilen gefällt mir irgendwie. Ja, du musst einfach durch eine Lücke durch. Das ist so. Hat er schön gemacht. Ja, vor allem genau ausgerichtet. Du kommst genau mit dem Auto durch, Ares. Okay, als ich erstmal geblickt habe, was Phase ist, easy. Punkt. Oh Lol. Nein, fick mich. Lassen Sie das. Okay, da ist eine Bremse, aber was will er? Hä? Der will doch nicht, dass ich alles rückwärts hoch. Dort musst du die ganze Typ rückwärts hochfahren. Ja, aber warum die Auffahrt auch? Okay, hat er aber ausgerichtet. Halt. Ich würde sagen, du kommst jetzt mal schön rein. Du musst 5 Felder hochfahren, Ares. Ja, und dann wieder über die Spirale weiter. Aber kannst du dich vorher drehen? Nein, du musst bis die nächste Tube rückwärts fahren. Da sind überall Bremsen drin. Ach ja, da oben in der Tube ist der Aussortierer zum Drehen. Da hast du einen Aussortierer drin. Ein Aussortierer? Okay. Ja. Nein, ich war zu flach. Lol, ich war zu flach und bin dann an die eine Ecke gestoßen. Okay. Aber ich kann das nicht erkennen. Sind das danach schmutzige oder sind das Aufwärtsflips? Das sind Aufwärts. Die waren relativ einfach. Konnte gut sehen. Okay. Dann kommt nochmal ein Wallride-Stück mit ein bisschen Edward. Das ist auf jeden Fall eine charmante Idee hier, also no joke. Hinten vorm Ziel nochmal ein bisschen querkippen, von allem was drin. Ich hätte mir jetzt zwar gewünscht, dass die Rückwärtsspirale aufwärts überall doppelt gesetzt ist, aber... Oh wie, ich hasse sowas schon am normalen Wallride. Da dachte ich euch auch, Freund. Weil ich weiß, dass du dieses Element genauso magst wie ich. Oh. Hey, oh Junge. Eins, zwei, drei, vier, fünf, Spiral. Nein, warum? Oh. Schön. Na, dann kommen die Aufwärtsflips. Eins, zwei Stück. Hab sie. Man muss aufpassen, dann ist noch ein bisschen Wallride mit Edward-Gedönse. Ja. Fick mich doch. Nö. Und dann hast du aber auch schon wieder den Punkt. Hey! Als ob ich... Okay. Jo. Was hast du gemacht? Verkackt nach dem Sommerkind. Verkackt, er hat. Ha. Wow, das ist aber auch eine Assi-Stelle hier, meine Herren. Du dann war das wirklich kurz vorm Punkt, wo du verkackt hast. Ja, ich konnte... Du müsstest ihn schon gesehen haben. Er war schon auf Pimmellänge. Oh Mann. Scheiße! Oh, ficken Arsch! Ist das ein Überwohr? Ich mag deinen Arsch aber nicht ficken. Eine Ewigkeit später. Geh ich mal eben kurz das Ladekabel und nochmal bewegen. Ja, tu das. Bis gleich. Bis gleich.
endlich mal durch, Freunde. Endlich schon mal durch. Die schnatternde Ente ist nicht da. So, Freunde. Konzentration. Schaffen wir es diesmal. Das Schnattervieh ist nicht da. Oh, guck mal, Freunde. Das Schnattervieh ist nicht da und es klappt direkt. Halleluja. Kaum ist die Ente nicht da. Ich glaube, dass es um Peschma geht. Der ist schlimmer als Kai. Halleluja, Freunde. Mikrofon aktiviert. Nasi? Kaum war Schnattervieh nicht mehr da, sofort geschafft. Und dabei ist er nur sein Ladekabel holen gegangen. Nee, ich bin ja nicht Ares. Ares wird jetzt einfach ins Ziel fahren. Deswegen, Freunde, ich warte auf Ares, ich mache einen Cut, bis er wieder da ist und dann gibt's noch die Punktebewertung. Wir können zur Map. Ich wollte ja erst einen auf Ares machen, Freunde, aber nein. So, so gegen Joshua, ich hatte mit einem kurzen Cut, hat's Anime auch hier drauf geschafft. Wunderbar, kommen wir zur Map-Bewertung. Ich würde 8 Punkte geben. Ein Punkt Abzug, weil die Spawns nicht richtig ausgerichtet waren. Und der zweite Punkt, wo ich ganz gerne abziehen würde. Ich fand es relativ unübersichtlich teilweise. Also zum Beispiel das mit dem Sprung von Emschi auf dem Wallride selber. Da musste ich erstmal wieder komplett zurückfahren, um halt zu checken, was da Phase ist. Deswegen wäre ich da bei 8 Punkten. Allerdings auch nur, weil du geschrieben hast, dass es tatsächlich ein Erstlingswerk ist. Sehr positiv anmerken muss ich, du hast sehr, sehr viele schöne Ideen verbaut. Du hast so, was ich gesehen habe, so vom Doppelbauen her, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das Farbkonzept, das war stimmig. Ja, bitte bleib am Ball, bitte mehr geilen Content. Bleib am Ball. Däumchen sind auf jeden Fall nach oben. 8 Punkte. Ich möchte eines nicht, ich halte mich sonst für ein Worte fallen, die ich nicht möchte. Okay. Anderes? Baulich habe ich an dieser Map nichts auszusetzen. Gibt Kleinigkeiten, ja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Dem Unübersichtlichen kann ich mich zum Teil anschließen. Das mag aber auch zum Teil an meiner eigenen Blödheit liegen. Ja, das kann ich ja nicht ausschließen. Also für ein Erstlingswerk, allein schon damit du weiter so baust, doch, würde ich mich auch den 8 Punkten anschließen. Und sonst hätte ich 7 gegeben, aber dafür, damit du dann weiter baust, gebe ich auch gerne 8 Punkte. Jo, damit werden dann offiziell die Punkte vergeben. Ladies and Gentlemen, damit sind wir am Ende einer Episode angelangt. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Checkt unbedingt die Videobeschreibung ab, denn dort findet ihr zum Beispiel den lieben Anime-Fan verlinkt. Oh, die komische Ente. Genauso wie unser Partner Instant Gaming, die Map zum selber zocken, unsere Twitch-Channel und so weiter und so fort. Checkt es ab, würde uns sehr freuen. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag. Ciao. Tschüss. Ciao.